Okay, hallo und herzlich willkommen, marhaban bikum, in unserer Webinar Erste Schritte in arabischer Sprache und Kultur. Mein Name ist Shahir Nashid. Ich unterrichte Arabisch an Spezialgymnasium für Sprachen seit dem Jahr 2004 und Lehrbeauftragte an der Universität in Erfurt seit 2007. Und freue ich mich heute, Sie alle so kleine Einblicke bzw. Impulse in die arabische Sprache zu geben. Vielleicht kommt man sozusagen auf den Geschmack und fängt mal an, Arabisch zu lernen. Das wäre auch keine verkehrte Sache. Ich sehe schon nochmal Grüße, viele Grüße auch aus Erfurt. Ich versuche jetzt nebenbei mal den Chat zu lesen. Gehe ich dann natürlich auch auf alle Fragen zu, soweit dass das dann geht, dass Sie dann mir schreiben. Ich habe heute auch gewählt, dass den orientalischen Hintergrund und der orientalische Kostüm, nicht Kostüm oder halt Klamotten, hallo Marhaba, anzuziehen. Das ist typisch Ober-Ägypten. Saidi ist das dann auf Ägyptisch und das gibt uns mal ein bisschen dem Flair. Hoffentlich, das ist auch für diejenigen, die, wie gesagt, erstmal Einblick in die arabische Sprache reinwerfen wollen, dass sie das dann hier Spaß dabei haben. Wenn man aber auch dann natürlich Arabisch kann, dann ist es vielleicht Lernimpulse, wenn man das dann Arabisch mal unterrichtet. Gut, ich würde jetzt mal meine PowerPoint ausblenden. Und dann gehe ich nochmal da rein und dann natürlich bei Fragen können Sie direkt die Fragen stellen. So, marhaban bikum nochmal offiziell in arabischer Sprache und Kultur. Am Anfang wollen wir natürlich wunderschön die Sprachen sehen. Wir sehen ja auch immer diese wunderschöne Schriftarten mit die verschiedenen Punkten. Bei manchen erzeugt das auch bestimmte Laute, Assoziationen oder bei manchen sind immer noch die schöne Schrift und vielleicht ändert sich auch die Sache. Shwaya, auch diejenigen, die kein Arabisch lernen, werde ich heute mit diesem Wort gerne anfangen. Also Shwaya, ein wenig oder Schritt für Schritt oder langsam oder eins nach dem anderen. Das können Sie auch immer benutzen, wenn Sie arabische Sprache, Schrift oder Kultur kennenlernen wollen oder wenn es Ihnen schnell geht, dann können Sie ruhig Shwaya, Shwaya sagen, was immer mit den Händen so gemacht wird, Shwaya, Shwaya, das ist kein Schimpfwort, sondern machen Sie es dann einfach langsam. Und dann jede Schriftart sieht man auch in den arabischen Ländern, auch auf die Straße, auch in Kairo sieht man schon, das sind die verschiedenen Schriftarten, ob das an die Wand oder auf die Autos sind immer viele Schriftarten, die man dann halt hier sieht. Zu unserem Alphabet möchte ich da natürlich erstmal die Sprache des Dards erwähnen. Das ist die arabische Sprache, Lughat ad-Dad, was wir auf Arabisch sagen. Das, was hier unten ein bisschen fett gedruckt ist. Und das ist dann natürlich, sagt man, das ist diese Laut, das ist eine emphatische oder dunkle Form von dem Buchstaben D, so da, wie das ehemalige deutsche Lied da, hervorhebt. Die andere Buchstabe, den ich auch heute betonen möchte, ist der Buchstabe H. Der Buchstabe H. Ich werde jetzt kurz zu den Buchstaben H schreiben, hier an meine wunderschöne Tafel hinter mir. Und das ist der Buchstabe H, der sieht aus wie ein Auge. Das ist in die isolierte Stellung. Hoffentlich kann man da ein bisschen sehen. Und auf die Zeile oder in die Endestellung sieht der Buchstabe H so aus. Der Buchstabe H ist es ein Merkmal der arabischen Buchstabe. Der arabischen Sprache, Entschuldigung, ja, sehe ich nur gerade hier im Chat, wenn ich die PowerPoint habe, sehe ich nicht alle Fragen, aber ich werde dann halt zwischendurch
mal reinschauen. Wir reden dann natürlich von Standard-Arabisch, ist natürlich ägyptischen Dialekt angehaucht, aber es geht um Hauptsache um Standard-Arabisch. Der Buchstabe H kennt man in vielen Lieder, die man hört und sagt man immer Habibi-Lied und so weiter. Und das ist der Buchstabe H. H ist ein Reiblaut, kommt aus der Kehle. Ha, 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 ha. Wird in die Lautschriften geschrieben durch ein H mit einem Punkt unten darunter oder so einen Strich oben drüber. Und das ist das, was kennzeichnet die arabische Sprache. Wenn man sagt Habibi oder Habibi, wenn man da merkt, muss man der Buchstabe H, die Zunge hinten bleiben, unten in die Kehle und nur die Luft so ein Hauch. Natürlich danach braucht man was zu trinken, das ist üblich. Aber auf jeden Fall, wenn man arabische Sprache lernt, soll man darauf achten, dass es nicht Ahmed oder Ahmed heißt, sondern das ist dann Ahmed und das ist nicht Mohammed, sondern Mohammed. Und das ist nicht Habibi, sondern Habibi. Also definitiv die Wörter wie Al-Hubb, Al-Hikma, Al-Haya, Assalam kommen wir nochmal dazu, die haben alle der Buchstabe H, was für ein Merkmal für die arabische Sprache ist. Und das ist nicht gleich der Buchstabe H. Das ist der Buchstabe H als Reiblaut. Was ich nochmal heute betonen möchte, das sind die Frikative oder die S-Laute in der arabischen Sprache. Die S-Laute. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 S-Laute auf Arabisch, die die Araber sehr gut oder wichtig darauf achten. Im Gegenteil dazu haben wir in der O- oder U-Buchstabe oder Laute nur einen Buchstaben auf Arabisch. Die S-Laute sind Sin. Das ist der erste, wie Ism, wie Raspel. Das bleibt stimmlos, also die vibriert keine Stimmbänder. Egal, ob das am Anfang, am Ende, bleibt jeder Buchstabe in seiner Aussprache treu. Sin, wie Ism, Ism. Der andere Buchstabe wird gekennzeichnet mit dem Buchstabe Dal und einem Strich darunter und das ist ein W, 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 mit die Zunge raus und W, W. Wie in dem Wort auf Arabisch, Adran, Entschuldigung, Adran. Der dritte Laut ist der spanische bekannte Laut wie Afina oder Affen, auch finden wir in Englisch wie Thank you und so. Das ist der Buchstabe Fe, Fe, Fe. Aber wir haben am Anfang Sin, Ve, Fe. Und da kommt der Buchstabe Z, Z wie Z in Englisch. Und das ist das wie Deutsch. S am Anfang, wie Sonne. Das ist wie Jezeri. Jezeri, das ist Z, Z, Z. Der vorletzte Buchstabe ist der Buchstabe Sin in eine emphatische Form oder in eine dunkle Variante. Und das erzeugt den Laut So, als würden Sie dann halt Bass singen und dann gehen Sie mal richtig So, So, So. Es ist nicht Se, sondern es ist ein So. Wenn Sie den zweiten Buchstaben noch im Kopf oder Erinnerung haben, wer, nehmen wir die dunkle Variante davon und das ist ein Owa, Owa. Diese S-Laute auf Arabisch, die gehe ich jetzt einmal alle durch. Se, we, fe, se, so, za, sind die natürlich ein sehr wichtiger Bestandteil der arabischen Sprache, wenn man Arabisch lernt. So. Das ist das erste Mal diese S-Laute auf Arabisch. Wie gesagt, es ist leider Arabisch an Vokale, was O und U bisschen arm, aber an S-Laute ist es dann natürlich sehr reich. Gut, wir gehen nochmal weiter zu die sogenannten Vokalezeichen auf Arabisch. Und diese Vokalezeichen heißen Fatha, Dhamma, Kasra, Sukun. Und die Fatha ist ein Symbol für A oder E, die Dhamma ist für U, die Kasra ist für I oder manchmal E und dieses Kreis über den Buchstaben, das ist ein Symbol für
überhaupt gar keine Kasra, Fatha oder Dhamma oder halt, es folgt kein Vokal wie S, L, M. Und wenn wir einen Buchstabe Sin nehmen, dann sehen wir hier, das ist, dass der Buchstabe Sin wird so geschrieben und darüber schreibt man den Strich oder wie es englische, französische Akzent und dann ist es dann ein kurzes Se, Se, Se. Schreiben wir unter dem Buchstaben Sin der Strich unten darunter, welcher heißt Kasra, dann ist es ein kurzes Si, Si, Si. Wenn man den Dhamma darauf schreibt, dann ist es ein Su, Su, Su. Wenn davor ein Laut ist wie S oder As, dann ist es dann, den Kreis kommt darüber. Und das sind die sogenannten hauptvokale Zeichen. Das sind kurze Vokale. Gibt es natürlich lange Vokale auf Arabisch. Den A und den O oder Wa und Ja. Und das unterscheidet man in der Schrift, ob das kurze Vokal ist oder lange Vokal. Und so kann man das dann aussprechen. Im Deutschen ähnlich, wenn man sagt, geh weg, das ist lange Vokal und geh weg. Das ist ein kurzer Vokal. Das ist genau diese Zeitform zwischen geh weg und geh weg. Wir haben natürlich auch, was über die Buchstaben kommt, das sind die sogenannten Schadde. Schadde heißt dann ziehen und loslassen und das verdoppelt den Buchstaben oder verdoppelt die Konsonanten. Das schreibt man nicht nur wie im Deutschen, wenn man zweimal den Buchstaben schreiben muss, sondern verdoppelt man den Konsonant dazu. Gehen wir mal nochmal zu den Buchstaben, die wir hier sehen, das sind die gesamten Buchstaben, die sind aber nicht alphabetisch hier geordnet, sondern wenn man immer sagt, Sonnen- und Mondbuchstaben. Die Geschichte von den Sonnen- und Mondbuchstaben, wie man das auch hier sieht, das sind einfach, der Artikel auf Arabisch ist Al. Al. Wir machen das jetzt kurz an die Tafel, hoffentlich bleiben Sie alle bei mir. Okay, Al kennen Sie alle auf Arabisch, wie ich immer sage, jeder kennt Arabisch, dass das Wort Alkohol, zum Beispiel Kohol mit Artikel Al auf Arabisch, ist es schon bestimmt, Alkohol. Und hier schreiben wir der Buchstabe Al, besteht aus zwei, der Artikel Al besteht aus zwei Buchstaben. Der erste Buchstabe ist der Alef und danach kommt der Buchstabe Lam. L, L. Schreiben wir ein Buchstabe K, Alko, das übrigens mit dem Buchstabe H und nochmal ein O und Lam. Das ist so ein leichtes Wort zu schreiben. Das ist Alkohol, das ist unsere L und das ist ein Ko, Ho und das ist der L, Alkohol. Hier ist dieser Buchstabe, nehmen wir einen Mondbuchstaben und geben wir den Mondzeichen dafür. Man sagt auf Arabisch, wenn man den Buchstaben aussprechen kann und sehen kann, als würde man gerne in den Mond schauen. Nehmen wir aber das übliche Wort, was Sie immer sagen, Assalamu alaikum, schreibt man wieder den Artikel Al und da kommt der Buchstabe Sin danach. Und Sin wird gebildet aus ähnlichen Stelle, wo der Buchstabe Lam ist. Wenn Sie dann sagen L, S, da merken Sie, dass bei Ihnen die Zunge ist im oberen Bereich, im vorderen Seite des Mundes. Und damit diese beide Buchstaben sich sozusagen nicht überschneiden, entscheidet und entschied die arabische Sprache dafür, dass der Buchstabe Lam wird assimiliert, also nicht ausgesprochen, und der Buchstabe danach wird verdoppelt. Und da schreibt man Verdoppelungszeichen und hier ist ein Fatha, dann heißt das Assa. Also nicht Assalamu alaikum wäre natürlich absolut auch No-Go, sondern Assalamu und Salam ist Frieden. Und wäre diese Buchstaben, der Sin, der dazu geführt hat, dass Lam verschwindet, als hätten wir in die Sonne geschaut und die Sonne blendet uns und da sehen wir den Buchstaben nicht. Und deswegen heißt das, das ist natürlich meine Erklärung, das ist der Sonnenbuchstabe. Man sagt das, weil auch das Wort Sonne, Schams, mit dem Buchstaben Schien anfängt, welche zu einem Sonnenbuchstaben gehört. Also wir haben 14 von dem 28 Buchstaben auf Arabisch, 14 arabische Buchstaben, die sind Sonnenbuchstaben und 14, die sind Mondbuchstaben. Und da sehen wir hier die, zum Beispiel zu den Sonnenbuchstaben mit dem Verbindung mit dem Artikel, dann sehen wir Atta oder sagen wir Affe, Adde, Ve, Ra,
S, und die bilden sich alle, wo der Buchstabe Lam entsteht. Bei B, P, Lippen, Jim bin ich hinten, oder der Buchstabe K, wie wir hier sehen, das ist dann natürlich Alkohol, das Wort, dann ist es Mund, Buchstaben. Wie gehen wir weiter in die Schweie-Schweie, in die natürliche Kultur, eine meiner Lieblingsbilder, die auch in Kairo geschossen ist. Wir sehen ja schon, wie die Kultur ist. Wenn Sie da genau hinschauen, steht schon diese Kutsche unterwegs, verkauft Gemüse, im Kaffee ist es viel los, telefoniert, Motorrad, LKW, Brot werden geladen, das ist viel los. Die Gesellschaft dort in den arabischen Ländern oder auch in Kairo natürlich als eine große Stadt ist sehr laut. Das ist erstmal, wenn es Ihnen zu schnell ist und wenn Sie Arabisch reden und nicht verstehen, weil es zu laut ist, dürfen Sie auch sagen, Shwaye, 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 Shwaye. Bitte machen Sie es langsam, damit ich Sie hören und verstehen kann. Und deswegen sagt man auch immer, alle Araber immer schreien laut am Telefon. Das ist auch eine der Vorurteile. Also ich kenne viele, die nicht schreien. Aber ist natürlich, weil wir auch die, wie gesagt, die Gesellschaft, die Umgebung ist es ziemlich auch laut. Was aber kulturell für uns wichtig ist, ist es natürlich der sogenannte Neid oder böse Blick. Der böse Blick heißt nicht, dass man jemand böse schaut, sondern man gönnt jemandem etwas nicht. Das machen wir auch auf Arabisch oder passiert auch häufig, indem man sagt, oh, hast du ein schönes T-Shirt oder dein T-Shirt sieht toll aus, könnte man dann natürlich ahnen oder bei natürlich bei nicht sehr eng befreundeter oder Verwandter, okay, entweder möchte jemand so ein T-Shirt haben wie ich oder halt quasi ist das Neid, dass jemand mir das nicht gönnt. Und dann natürlich gibt es immer die sogenannte Amuletten, allein Sarka oder ein Horus oder halt diese blaue Amuletten sehen wir auch in vielen orientalischen Kulturen, die immer schützen gegen Neid. Auch wenn man das als Armband hat, das hat immer meistens diese blaue Auge dazu, dass man auch schützend oder auch in diese Form von den Augen, natürlich als Schmuck oder eine Masha'Allah oder Masha'Allah, komme ich auch gleich dazu, als Schutz vor Neid oder böse Blick oder Fatimas Hand mit dem Wort Allah da drauf, was wir sehen, da sehen wir überall die Zahlen. 5 ist immer Schutz gegen böse Blick. Manchmal werden sie auf Autos geklebt. Und das ist eine sehr wichtige Sache, was eigentlich alle orientalische Kulturen angeht. Gibt es auch bestimmte Sura, heißt dann Surat al-Falaq in dem Koran, die hängt meistens auch in Läden oder in Autos, damit das auch diese Sura oder diese hat auch eine Wirkung, dass es auch gegen böse Blick, dass man Gott darum bittet, dass man alles, was ihm halt Sharr al-Hasid, also von dem böshaften Neider, zu befreien. Das ist jetzt erstmal kulturell gesehen. Kulturell gesehen gehen wir auch zu dem Wort Scha, wie das hier aus dem Wörterbuch Scha ist wollen oder Masha, Masha, Inshallah, so Gott will und hoffentlich Masha'Allah. Und wir haben hier die Unterscheidung zwischen Inshallah und Masha'Allah. Leider gibt es immer diese Vorurteile, ach, der macht das nicht, der macht das dem Morgen, Inshallah. Ist es aber nicht so, sondern wenn wir immer irgendwas auf die Zukunft beziehen, sagt man immer Inshallah, sogar im Wetterbericht. Wenn man dann sagt, morgen scheint die Sonne, Inshallah, man setzt voraus, dass es dann natürlich hoffentlich, dass es nichts dazwischen passiert oder es kann sich ändern, wenn man nicht 100% das garantieren kann. Und Inshallah wird auch schnell gesagt. Masha'Allah, wie das Amulett oben heißt, wie schön. Das ist dann halt etwas so, wie Gott will. Das ist das so Gottes Wille. Aber natürlich das Wort Gott, gehen wir auch gleich darauf hin, ist auch ein Bestandteil der arabischen Sprache Allah. Insha'Allah wird aber auch Ojalá, sagt man in Spanisch, übernommen mit der Bedeutung von hoffentlich. Ojalá, Ojalá, Insha'Allah. Man sagt, dass es auch stammt aus dem arabischen Kulturraum. Aber auf jeden Fall. Inshallah heißt nicht, dass man immer etwas nicht tun will. Natürlich, wenn man das anders betont, Inshallah, dann heißt das dann natürlich, dass man da nicht die Absicht hat, das zu tun. Wenn ich das mal auch in Kairo mal sehe, ein Auto steht darauf, eine Werbung für Reparatur,
und Mercedes-Zeichen, aber natürlich, obwohl es ein schöner Geber ist. Also wenn der oder die zu mir kommen bei Reparatur, dann muss ich auch sagen, inshallah, hoffentlich werden die Sachen dann wieder ganz oder wieder repariert. Beim Essen ist es natürlich, die Araber mögen das Essen sehr speziell, unsere libanesische und syrische Mezze. Und Mezze ist Vorspeise, ist eine Art wie diese Tapas. Und dann kommt immer die Frage, wie man im Deutschland sagt, so, was sollen wir dann mitbringen? Was ich Ihnen sage, bringen Sie bitte erstmal zu der Mahlzeit nichts mit. Man interpretiert das manchmal, ich rede jetzt auch wirklich von der orientalischen Kultur, nicht orientalischen Kultur, die dann im westlichen, so starken westlichen Kontakt haben und wissen schon, wie es geht, sondern wenn sie im arabischen Land sind, sollen sie nichts beibringen, was zu dieser Mahlzeit führt. Weil was sollen die Leute sagen? Sind wir jetzt arm, dass wir ihnen kein Essen anbieten dürfen und können, dass sie was mitbringen sollen? Also bitte kein Essen zu der Mahlzeit mitbringen. Und wenn sie was mitbringen, das bleibt meistens zu. Und das machen sie bitte nicht. Die Frage stellen sie nicht. Können sie aber für die Kinder Geschenke mitnehmen oder was man üblich immer mitnimmt? Das ist der Nachtisch. Heutzutage kann man das häufig überall kaufen. Und das ist immer als Nachtisch oder diese Baklava oder Schokolade. Aber zu der Mahlzeit bitte sollen sie nichts beibringen, wenn das Richtige oder halt traditionell arabisch ist. Was wir aber auch betonen oder sehen, das sind eine bekannte Namen, vier Männernamen oder Nachnamen auf Arabisch. Oder ist sie immer bekannt, Abdullah oder Abdullah. Abd ist Diener und Allah ist dann Gott, das Wort Gott. Und auch für kulturell gesehen in der Arabisch, im Koran, das ist dann, es gibt 99 verschiedene Namen Gottes und würde immer den Namen Abdu dazu hinzugefügt. Wie zum Beispiel das erste ist Ar-Rahman. Dann gibt es Abdurrahman, Abdurrahman, und das ist dann halt Diener des Rahmans. Oder Hamid, Abdul Hamid, Abdul Quddus, Abdul Ahad, Abdul Basit, Abdul Hadi. Und das ist die Erklärung, warum immer Abdu, was gekürzt immer zu Abdullah, natürlich Abdullah gibt es ja auch, häufig zu benutzen ist in diese Sache mit diesen Namen. Was wir auch sehr wichtige Teile in der arabischen Sprache ist das dann halt Wallah. Wallah hört man auch überall. Wallah oder halt im jugendlichen Kontext. Wallah, aber natürlich wir Araber sagen nicht wa, sondern wa in die arabische Sprache offiziell. Und das natürlich unterschiedlich. Wenn wir das Wort Allah, Ta'ala, Allah betonen, wenn man sagt Wallahi mit I am Ende, heißt bei Gott Wallahi. Oder Sie können das auch benutzen, wenn Sie etwas hinterfragen oder stimmt das, dann können Sie ruhig sagen Wallahi, Wallahi, Sahih, Wallahi, Sahih, dass man das dann auch so betont. Oder Wallah, also schnell, also stimmt das, echt? Man kann das aber auch dann sagen, indem man sagt, yalla, lillah, lillah, was da hier unten steht, lillah. So, okay, khalas, ich bin für dich da, es ist willah. Oder wenn Sie jemanden halt Allahumma al-Muwaffaq sagen, geht auch, kommt von dem Allah, also Gott werde ich begleiten. Also das Wort Allah. Wenn Sie aber in Ägypten sagt man Allah, 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 dann ist es wie schön. Oder Sie sehen etwas und sagen, das ist ganz toll, dann können Sie das nur betonen und lange bis und sagen Allah. Also mit Waw und Kasra oder I, Wallahi, Wallahi, stimmt das? Wenn Sie dann natürlich strenge betonen, Wallahi oder Wallah, dann Sie schwören auf etwas, Wallahi, bin ich das nicht gewesen, dann ist okay. Oder wenn Sie etwas schön finden, dann können Sie sagen, Masha Allah, so wie Gott will, oder halt Allah, Allah, das ist auch die Sache dabei. Dann gucke ich jetzt mal, ob hier nochmal Fragen gibt. Ja, Kairo ist natürlich sehr, sehr interessante Stadt. Da kann man auch vieles sehen und vieles machen. Ah, ich sehe schon, dass wir jetzt nicht so viel Zeit haben. Dann ich werde nochmal den letzten Hinweis geben. Okay,
Wenn man sich dann verabschiedet auf Arabisch, sagt man immer Ma-Salama. Das sehen Sie schon unten in der Lautschrift. Ma-Salama. Geschrieben ist Ma-Al-Salama. Aber nochmal, was wir heute darauf geachtet haben: Ma-Salama. Und wenn Sie jemanden anreden auf Arabisch, setzt man immer den Rufartikel Ja davor. Wird übersetzt manchmal auf Deutsch: Hey, du. Ist es aber natürlich unhöflich auf Deutsch, ist es aber auf Arabisch höflich, dass Sie jemandem Ja davor sagen. Also Marhaban, ja Sami, ja Muhammad, ja Sabine, ja Samia, ja Samira. Und dann können Sie natürlich sagen: Guten Morgen, Sabah al-Khair, die Antwort ist Sabah al-Nur. Oder Sie sagen Marhaban, Marhaban oder Ahlan, geht auch alles. Guten Abend ist Masa al-Khair, die Antwort ist darauf Masa al-Nur. Oder Sie sagen das traditionelle Assalamu alaikum und die Antwort ist verkehrt rum, wa alaikum assalam. Und zum Verabschieden sagt man dann ila liqa, ein Ka oder einfache Aslame oder ma assalama, ja Shabab zum Beispiel. Leute dann sozusagen tschüss und dann sagt man immer ja davor. Das ist dann jetzt erstmal für einen kleinen Dialog, wenn man das dann auf Arabisch das sagen möchte. Falls weitere Fragen natürlich kommt, hier ist es meine E-Mail-Adresse: shahir.nashid-atuni-erfurt.de. Ich hoffe, ich habe bei Ihnen in der arabischen Sprache ein bisschen Interesse erweckt, dass vielleicht diejenigen, die Arabisch noch nicht angefangen haben, mal ein bisschen, wie gesagt, auf den Geschmack zu kommen und ja, sagen, okay, lohnt sich, arabische Sprache ist natürlich einfach, ist es nicht, aber es ist natürlich, lohnt sich definitiv, ein bisschen tiefer in die Sprache zu gehen. Shukran jazilan, vielen Dank auf Arabisch und das natürlich, bitteschön, ist das dann Afwan, Afwan. Und das sieht so aus auf Arabisch. Ich hoffe, das kommt auf Arabisch dann an. Sehr gut. Afwan ist die Antwort auf Danke, Afwan und Shukran Jazilan. Auch sehe ich auch hier Shukran wunderbar steht. Ashkurukum Jamian. Danke für die Aufmerksamkeit. Und wenn Fragen gibt, dann bitte sehr gerne auch hier Ila Bolanda, Shukran Jazilan. Und natürlich sitze ich jetzt mal zum Abschied unserer türkische Tarpusch, den die Ägypter übernommen haben, mit dem orientalischen Hintergrund. Und hoffentlich erweckt das bei Ihnen auch die Interesse mal auf Arabisch. Shukran jazilan und ma salam. Ich bleibe jetzt ein bisschen beim Chat, falls jemand ist, dann haben wir noch 2 Minuten. Shukran jazilan, shukran ya Clara, shukran. Aber vergessen Sie bitte nicht immer ja vor den Namen zu sagen. Shukran ya Clara, shukran ya Muhammad. Und wenn Sie sich von jemandem verabschieden, dann ist es dann Ma'as-Salama. Ma'as-Salama, genau, sehr schön, sehe ich ja auch hier steht. Shukran, ja, Clara, perfekt, Mumtaz. Ich schreibe nochmal die E-Mail-Adresse. Gerne antworte ich Ihre Fragen auch. shahir.nashid@uni-erft.de. Genau, Hamas. Sehr schön, Shukran. Und Denise hier, dann Shukran sein, die Seelen. Und da können Sie sagen. Okay, gut. Dann Ma Salama wa atamanna lakum at-tawfiq, inshallah. Nachtisch können Sie immer mitbringen, genau. Also Nachtisch können Sie immer mitbringen. Shukran jazilan aus Italien, das kommt immer gut an. Baklava, das findet man heutzutage. Oder wie gesagt, was zu trinken kann man auch mal natürlich nehmen, was Sie dann später eröffnen. Aber dann kann man das dann machen. Okay, Shukran Jazilan und Ma'as-Salama und viel Erfolg, inshallah.